So, hallo, Test, Test. Wir spielen heute weiter Sherlock Holmes. Und sind jetzt an der Stelle, wo, wie soll ich sagen, wo der Arsène Lupin zugeschlagen hat, das erste Mal im Museum. Und entsprechend ist jetzt die Nacht vergangen. Was, keine Droschke, Watson? Und genau, wir müssen eine Droschke besorgen. Aktuell scheint es nicht zu ruckeln. Ich muss mal gucken. Wir haben ja, wie gesagt, wie beim letzten Stream schon gesagt, so ein bisschen ein Problem mit der Engine anscheinend, die sich nicht entscheiden kann, ob sie mal ruckelt oder nicht. Jetzt gerade geht's nicht. Müssen wir mal gleich testen, da hinten an der Gasse. Da gibt es so einen Punkt, wo das sehr markant ist und wir mal gucken. Vielleicht müssen wir das Spiel gleich neu starten. Schauen wir mal. Hier vorne steht schon irgendjemand. Haben Sie Feuer? Nein, tut mir leid. Wohnt Sherlock Holmes in diesem Haus? In der Tat. Kennen Sie ihn? Ja, ich habe die Ehre. Ich gehe ihm zur Hand. Wichtige Dinge. Wie Droschken ausfindig zu machen. Dachte ich's mir doch. Und Der Sie sind sein Bote. Diener. Und? Werden Sie gut bezahlt? Ich bin aber, Eieiei. naja, damit kommt man sicher auch auf keinen grünen Zweig. Hören Sie, man munkelt, dass Ihr Chef eine ziemlich üble Nacht in diesem Gemäldemuseum erwartet. Woher wissen? Psch. Hören Sie. Wenn Sie Ihr Taschengeld aufbessern wollen, hier ist meine Karte. Pierce Arcot Allen. Das bin ich. Freier Reporter. Wenn Sie also aus dem Nähkästchen plaudern, soll mir das etwas wert sein. Sie finden mich in einer der Kneipen in der Gegend. Ich bin nicht zu übersehen. Wenn Holmes herausfindet, dass die Presse Lunte gerochen hat, geht er in die Luft. Freier Reporter? Pierre Urquhart Allen. Freier Journalist. Auch schon wieder französische an. Also hier ist die Droschke, die wir wahrscheinlich holen müssen. Ich wollte mal kurz hier. Ich speichere auch nochmal. Hier in dieser Gasse hatten wir nämlich diesen immensen Leck. Jetzt ist nichts von dem Leck zu sehen. Gar nichts. Also ich weiß nicht, was da in der Engine los ist oder ob das je nach Spielstart mal da ist und mal nicht. Aber hier hatte ich das auch getestet mit dem Death of Field und da konnte ich das relativ schnell ausfindig machen, dass das wohl sehr beanspruchend ist für diese alte, für dieses alte Spiel. Wir gehen mal hier ein bisschen rum. Wir sollen zwar eigentlich nur eine Droschke suchen, aber der Dings sagte ja auch irgendwas von einer Taverne oder so. Wie könnte man denn nicht Escape? Rechtsklick. Wir können mal kurz schauen. Haben wir hier Karte von London? Osten? Die Bank von... Nein, ich muss erst eine Droschke finden. Ganz cool gemacht übrigens, dass die hier wirklich einzelne Punkte haben. Was ich jetzt noch gucken wollte, gibt es hier irgendwo... Nein, ich muss erst eine Droschke finden. Nein, ich muss erst eine Droschke finden. Interessant ist auch, dass sie es hier nur Mitte nennen und bei Osten steht dann... Ah, nee. Ich habe gerade Osten von London gelesen. Westen. Ich wollte nur kurz gucken, ob es hier irgendwo eine Taverne gibt. Wohl, das sind hier wahrscheinlich wirklich die Punkte, wo später... Süden. Wo später die Sachen geraubt werden. Gut, wir gehen dann mal wieder zur Baker Street und zur Droschke, die hier natürlich direkt steht. Was ich... Warte mal. Das ist natürlich gut gemacht. Die kommen natürlich nur vorbei. Warte mal. Wenn ich sie nicht erreiche.
Verschwindet wahrscheinlich direkt. So, Droschke. Ah, eine Droschke. Was ein Zufall, jetzt eine Droschke. Jetzt müssen wir Holmes finden und uns auf den Weg zur National Gallery machen. Ich finde es ein bisschen weird, endlich dass sind das Sie direkt da, vor der Tür ist. Wir haben nichts angerührt, außer einer Leiter, die wir brauchten, um auf das Dach zu klettern. Sie haben sicher meine Nachricht erhalten. Das Gemälde wurde gestohlen. Und ich vermute immer noch... Oh, guck mal, da ist jetzt ein Schloss an der Kiste. Hier. Das war nicht gestern da. Haben Ihre Männer irgendetwas bemerkt? Um ehrlich zu sein, ruckelt grad nichts. So gut wie nichts. Sie konnten nichts tun. Wir wissen nur, dass es zwei recht durchtrainierte Männer waren, die den Raub begangen haben. Wir wissen nicht, ob die beiden Diebe außer diesem einen Gemälde noch etwas anderes entwendet haben. Sie haben das Museum, wie soll ich sagen, die Fakten? Die Gemälde eines französischen Malers hängen jetzt überall an den Wänden. Und die ursprünglich dort ausgestellten Werke befinden sich im Büro des Direktors. Woher wissen die denn, dass das zwei durchtrainierte Leute sind? Wahrscheinlich lügen die, die Wachen, weil die einfach ausgenockt worden sind durch das Schlafgas oder was auch immer das war. Haben Sie eine Ahnung, was geschehen ist? Also nicht wirklich. Aber ich habe nachgedacht. Wir wissen, dass die beiden Männer durch das Fenster im Restaurationsraum entkommen sind. Ja. Der zweite Mann ist dort eingestiegen. Der erste Mann befand sich aber bereits im Museum, noch bevor sein Komplize eintraf. Ich hatte sogar einen Mann in diesem Raum postiert und er hatte ihn nur einen Moment verlassen, um meine Befehle entgegenzunehmen. Der erste Mann konnte unmöglich durch das Fenster eindringen. Wir hätten ihn gesehen oder zumindest gehört. Er wird in der Kiste gewesen sein. Die Gebäude bestätigen, dass niemand durch den Eingang gekommen ist, bis der Alarm ausgelöst wurde. Und es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Wie ist dieser Mann nur hereingekommen, frage ich Sie. Nun, wenn Sie das Unmögliche ausgeschlossen haben, Lestrade, ist das, was übrig bleibt, wie unwahrscheinlich es auch erscheinen mag, die Antwort auf Ihre Frage. Das ist auch so ein, Standardzitat von Sherlock Holmes. Wenn man googelt nach Sherlock Holmes-Sprüchen oder so, ist das eine klassische Sherlock Holmes-Line. Von wegen, dass das Unwahrscheinlichste dann die Wahrheit ist, sozusagen. Wo sind der Direktor und sein Assistent? Sie sind beide im Büro. Gehen Sie behutsam mit dem Direktor um. Er steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Ach übrigens, im Büro gibt es überall Farbspuren. Ich habe angeordnet, dass keiner die Spuren berührt, bis Sie sie in Augenschein genommen haben. Oh. Sie machen wirklich Fortschritte. Der Sprecher ist so anstrengend. Ich werde die Nachbarn befragen. Vielleicht hat jemand ein Schiff aus dem 17. Jahrhundert gesehen, das vom Dach herabgeglitten der ist. Soll bestimmt Putzen so begleiten Sie, so Inspektor Lestrade.
hinten ist noch was. Auf dem Boden. Auf den Boden wurde ein großes rotes Quadrat gemalt. Wahrscheinlich von Lupin. Aber mit welcher Absicht? Haben die da die ganzen Bilder gestapelt, die sie abgenommen haben? Geschlossen. Wo war noch mal... Hier, ne? Hier ist es zu dunkel, ich kann nichts sehen. Aber hier wird was sein, wahrscheinlich, wenn ich Licht habe. Fußspuren, da. 43. Schuhgröße 44. Ah, verdammt. Okay, dann haben wir also zwei Schuhgröße Täter schon 44. Mal. Wenn ich jetzt die Lupe nehme. Dieser Fußabdruck ist sehr deutlich. Wie ein eingedrückter Fußstapfen. Nägel. Dieser Fußabdruck ist sehr deutlich. Wie ein eingedrückter Fußstapfen. Dieser Fußabdruck ist sehr deutlich. Wie ein eingedrückter Fußstapfen. Dieser Fußabdruck ist eher schwach. Der Mann, der diese Fußspuren hinterlassen hat, ist zurückgekommen. Er hat etwas Schweres getragen, als er diese Treppe hochgestiegen ist. Vermutlich Gemälde. Wie ich das hier komplett übersehen habe. Okay, es geht. Ah, guck an. Was haben wir hier? Oh, ne. Ist hier hinter was? Die Farbspuren kommen aus dem Museum und enden hier. Das ist merkwürdig. Aber ich wette, dass der Mann, der diese Fußspuren hinterlassen hat, hier eine Pause gemacht hat, um sich an der Wand etwas anzusehen. Aber an diesen Gemälden ist nichts Besonderes. Naja, es ist... Es ist vielleicht der Hinweis darauf, was noch gestohlen werden könnte. Aber guck mal, die haben ja auch richtig rumgekramt, ne? Aber ich kann nichts untersuchen. Okay, ich gehe mal zum Direktor. Nee, warte, ich wollte noch... Geschlossen. Ja. Wo war denn... Dass ich das auch übersehen habe am Anfang direkt. Jetzt müssen wir das mal nachher im Stream angucken. Ei. Ach, Mr. Holmes, welch eine Tragödie. Haben Sie gesehen, was diese Gauner meinem Museum angetan haben? Gemälde von unschätzbarem Wert wurden achtlos aufeinander geworfen. Und die letzte Vater Temeraire fehlt. Beruhigen Sie sich, Herr Direktor. Wurde außer diesem Gemälde noch etwas anderes entwendet? Der Direktor und ich versuchen gerade eine Bestandsaufnahme der abgehängten Bilder zu machen. Wir sind noch nicht sicher. Kurzen Schluck. Fix trinken. Vielen Dank, meine Herren. Gut, wir sind hier, falls Sie noch Fragen haben. Kommen Sie, Palinor. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Was ich natürlich auch interessant finde, ist, dass dieser Diener X auch erst kürzlich angefangen hat vor dem Diebstahl. Dürfte ich mir diese Lampe borgen? Leider nein. Der Raum ist nur schwach beleuchtet. Und wir brauchen sie für die Arbeit. Vielleicht nachher. Hier geht es um eine Aufklärung. Diese Inventur dauert ewig. Palinor. Das ist für mich auch schon eher ein französischer Name. So. Was kann ich denn jetzt noch machen? Geschlossen.
Perfekte Harmonie von Jean-Antoine Watteau. Das ist doch der Künstler. Selbstbildnis von Horace Velmont. Ein bisschen narzisstisch, oder? Moment, Velmont. Wenn man Velmont nicht mit T am Ende, einfach nur Velmont. Also Arsène kriegt man auf jeden Fall hin. Aber ich... Selbst ein P fehlt da. Ich weiß auch nicht, warte mal. Wird hier irgendwo... hat der den Namen nochmal erwähnt? Ja, wo ist der Direktor? Der Direktor. 15. 14. Direktor am 14. brauche ich. Da. Der hat doch den Namen gesagt. Hier. Horace Velmont. Okay, ich habe Horace irgendwie gelesen. Okay, warte, Moment. Horace. Horace. Velmont. Okay, jetzt gucken wir mal, ob das ein Anagramm ist. Wir haben auf jeden Fall ein A, ein R. Ja, jetzt fehlt auf jeden Fall ein S. Okay, also ein Anagramm für Arsène Lupin ist es nicht. Geschlossen. Die Frage ist jetzt so ein bisschen... Ah, Thomas Gainsborough, einer der berühmtesten englischen Porträt- und Landschaftsmaler. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, suche ich jetzt irgendwie noch weitere Hinweise? Der Maler dieses Bildes wollte die totale Ablehnung des Ästhetizismus darstellen. Und das hat er geschafft. Wie schrecklich! Ich muss in diese Besenkammer und ich brauche das Bild. Das sind geniale Bilder. Ein perfektes Beispiel für Neokretinismus. Ein Velmont aus der Genesungsperiode. Also ich finde schon mal interessant, dass da die Spuren, diese blauen Spuren, enden vor dem Bild von diesen königlichen Kronjuwelen-Kram. Es könnte jetzt noch... Oh, die verspotten den. Ist das der Museumsdirektor? Sir Poynter, der Museumsdirektor, wird hier ausgestellt. Wie amüsant. Ja, der verspottet den. Ich glaube, wir müssen irgendein Bild finden. Porträt eines Mannes, Leihgabe an das Museum. Werk eines unbekannten Künstlers, datiert zwischen 1645 und 1655. Gibt's vielleicht, wie schrecklich! Gibt es vielleicht ein Bild, was Arsène oder was Holmes darstellt? Die Botschafter, 1533 von Hans Holbein dem Jüngeren. Im Vordergrund können wir einen verzerrten Schädel sehen, ein Symbol für die Sterblichkeit. Ich muss mal wieder auf die Twitch-App hier wechseln, weil sonst sehe ich den Chat nicht. Also falls jemand gerade was geschrieben haben sollte, habe ich es leider nicht gelesen, weil ich meine Notizen-App auf hatte, wegen dem Anagramm-Verdacht. Deutsche Galerie. Wo kriege ich denn jetzt eine Laterne her oder ähnliches? Oder ist hier hinter ein Lüftungsschacht oder so? Ich kann die Bilder hier auch nicht angucken. Das ist interessant.
weiß jetzt so gar nicht, was jetzt mein Ziel ist. Also natürlich die Lampen, irgendeine Art Licht besorgen. Das will er mir nicht geben. Was wollen Sie von mir, Mr. Holmes? Beruhigen Sie sich, Herr Direktor. Wurde außer diesem Gemälde noch etwas anderes entwendet? Der Direktor und ich versuchen gerade eine... Okay. Das hat vielen Dank, meine Herren. Ja, gut, ja, ja. Was wollen Sie von mir, Mr. Holmes? Vielen Dank, meine Herren. Gut. Dürfte ich mir diese Lampe borgen? Leider nein. Der Raum ist nur schwach beleuchtet. Was ist das denn? Und wir brauchen sie für die Arbeit. Vielleicht nachher. Ja, Fenster wären mal gut. Ich finde es so ein bisschen interessant, warum hier die Spuren, die Fußspuren, nicht wirklich Erde hier weitergetragen haben. Aber gut. Ey, muss ich mir jetzt wirklich jedes... Philipp der Vierte auf Saujagd. Ein Bild des großen spanischen Meisters Diego Velázquez. 1599 bis 1660, so Maler des spanischen Siglo de Oro. Es zeigt eine königliche Jagd. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt irgendein Bild finden muss, was irgendeinen weiteren Hinweis zeigt. Votivbild der Familie Vendramin, Familienmitglieder vor einer Reliquie des Heiligen Kreuzes von Tizian, einem venezianischen Maler, gestorben 1576, führender Vertreter der venezianischen Schule des Cinquecento. Mann, ich will die Bilder gucken. Galerie der französischen Maler. Ein Porträt. Madame Moitessier von Ingres, der nebenbei auch ein Geiger war, so wie ich. Eine schöne Landschaft von Boucher, François. Ein Meister der Farbe im Zeitalter der Aufklärung. Geschlossen. Ich hab noch nicht mal Gegenstände. Ich find's ein bisschen kurios, dass ich bis jetzt noch nicht wirklich Jacques Cassot, Porträt von Jean-Baptiste Peronneau, geboren 1715, gestorben 1783. Der Triumph des Pan von Nicolas Poussin. Für einen Maler hat Velmont einen ungewöhnlichen Geschmack. Wie schrecklich! Der Maler dieses Bildes wollte die totale Ablehnung des Ästhetizismus darstellen. Natürlich. Und das hat er geschafft. Mr. und Mrs. Andrews von Thomas Gainsborough. Ein unvollendetes Gemälde. Obwohl er als Landschaftsmaler konkurrenzlos war, musste er Porträts malen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber das hier ist wirklich ein interessantes Bild. Das kann natürlich auch wieder irgendwas sein, aber... Abscheulich, dieses Gemälde. Ein runder, roter Rahmen mit etwas Grün in der Mitte. Was mag nur die Inspiration für dieses Gemälde gewesen sein? Die haben sich hier nicht mal die Mühe gegeben, eine Stange oder so zu rendern, weil es eigentlich im Originalspiel in dieser Ansicht nicht nötig war. Hier ist übrigens auch eine Glaskuppel, ne? Hm. Die weiteren Spuren. Die Halle der englischen Maler. Mal, Rembrandt haben sie da gelassen? Ein Gemälde von Rembrandt. Baudelaire schrieb über seine Bilder: Rembrandt, das Haus der Traurigen und Kranken. Hier war, glaube ich... Küstenszene von Jan van de Capelle, Amsterdam, 1626 bis 1679. Kurz nochmal in die deutsche Galerie.
Nee, in der, wo waren das? Dutch musste ich hin, ne? Das ist doch hier Dutch. Sie haben, nein, sie haben den, die Unterzeichnung des Westfälischen Friedens von der Wand gerupft. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Muss ich jetzt hier echt jedes Bild angucken und irgendwie... Elizabeth Thimbleby und Dorothy Viscountess Andover. Für einen Maler hat Velmont einen ungewöhnlichen... Ich klicke das mal ein bisschen weg, weil ich irgendwo... Ein Werk von David Teniers, dem Jünger. Für einen Maler hat Velmont einen ungewöhnlichen Geschmack. Das hing schon vorher da. Geschlossen. Heilige Katharina von Alexandrien, von Antonio de Solario, 1514, ursprünglich Teil eines Triptychons. Ja, und wo sind die anderen zwei Teile? Auf den Boden wurde ein großes rotes Quadrat gemalt, wahrscheinlich von Lupin. Aber mit welcher Absicht? Hier ist noch ein rundes Bild, aber das war auch, glaube ich, vorher schon da. Anbetung der Könige von Botticelli. Die National Gallery erwarb das Bild 1878. Okay, also wenn hier irgendein Riesending reintransportiert wurde, dann kam es nicht durch die Tür. Wie schrecklich. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass in irgendeinem Bild irgendein weiterer Hinweis verborgen ist. Aber dann finde ich es halt ein bisschen komisch, dass hier nicht viel mehr... Was? Ach, ich habe einfach vorher nicht wirklich probiert, hier reinzukommen. Okay. Die Person, die diese Fußspuren hinterlassen hat, ist mit ihrem ganzen Fuß in die Farbe getreten. Das sind Fußspuren von gewöhnlichen Arbeitsstiefeln. Das sind Fußspuren von gewöhnlichen Arbeitsstiefeln. Das sind Fußspuren von gewöhnlichen Arbeitsstiefeln. Wenn man sich das genauer anguckt, haben die hier genau die gleiche Textur benutzt wie hier oben. Schuhgröße 44. 44, okay, dann war das wirklich der. Fußabdrücke der Größe 45 des Mandels.
Ja. Ich darf nicht rausgehen. Ich darf wahrscheinlich nicht mal zurück. Warum sollte ich dorthin gehen? Irgendwas habe ich übersehen. Wo es noch irgendeinen Kommentar zu gibt. Man, hier sind überall Oberlichter, ne? Also die können von überall reingekommen sein hier, sobald ein Fenster ist. Sofern natürlich irgendwie das Deckenfenster zu öffnen ist. Moment, wo war... Ach so. Wo war dieses Selbstbildnis? Nicht doof. Selbstbildnis von Horace Velmont. Ein bisschen narzisstisch, oder? Ah, okay. Vielleicht hat er jetzt was anderes zugesagt. Ein Gemälde von Poussin. Ich klicke die Kommentare jetzt erstmal weg. Ich weiß jetzt Porträt einer Frau von Perronot. Ich kann mir... Achso, warte, jetzt gehe ich nochmal kurz nach vorne. Vielleicht hat er jetzt einen finalen Kommentar zu den blauen Fußspuren, dass man jetzt auf einmal was anklicken kann da unten. Ne. Gehen wir nochmal hier hin. Das ist ein Kombinationsschloss, eine französische Marke. Es sieht sehr massiv aus. Man kann es unmöglich ohne die Kombination öffnen. 0586. Ich frage mich, ob er irgendwo in den Gemälden eine Zahlenkombination oder so versteckt hat. Das wäre auch noch interessant. Eigentlich wäre das ganz cool, wenn der in all seinen Bildern irgendeinen Hinweis versteckt hat auf irgendwas. Dürfte ich mir diese Lampe bauen? Leider nein. Der Raum ist nur schwach beleuchtet. Und wir brauchen sie für die Arbeit. Vielleicht nachher. Kurz. Diese Inventur dauert ewig. Ja, weil ihr hier nur rumsteht und nichts tut. Wahrscheinlich nur, wenn ich nicht hingucke. Die Galerie der spanischen Maler. Wie schrecklich. Ich speichere trotzdem noch mal kurz ab, weil wir jetzt herausgefunden hatten, wer Harvey ist. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Hatte ich schon. Christus treibt die Händler aus dem Tempel. Gemälde des spanischen... Ja, ist okay. Ein perfektes Beispiel für Neokretinismus. Ein Velmont aus der Genesungsperiode. Ich bin etwas überfragt. Wir haben noch das Kreuz. Das Kreuz sei schon dieses rote Rechteck. Was nicht verschwindet. Das heißt, wir müssen noch irgendwas damit tun. Ich habe aber keine... Moment. Keine Gegenstände, die ich in irgendeiner Weise kombinieren kann. Galerie der französischen Maler. Es kann jetzt natürlich sein, dass wir irgendwo nur aus einem bestimmten Blickwinkel... Wie soll man das denn entdecken, wenn man nicht in der 3D-Ansicht ist? Da ist etwas Merkwürdiges an der Decke. Ich muss hochklettern, um es zu untersuchen. Aber Lestrades Männer benutzen gerade die Leiter. Ich werde mir das Museum ansehen, während ich auf sie warte. Oh, Mr. Holmes, Inspektor Lestrade lässt ausrichten, dass wir die Leiter nicht mehr benötigen. Sie steht neben dem Büro des Direktors. Okay. Wie zur Hölle soll man denn aus der Third-Person-Ansicht... Warte mal kurz. Wir kommen jetzt hier rein.
Okay, von hier aus wird man es sehen. Eieieiei. Apropos Leiter. Wie schrecklich. Okay. Gut, dann hat sich das auch geklärt. Dann holen wir uns mal eben schnell eine Leiter. Ach du Scheiße. Na klar! Das sind Spuren von der Leiter. Die sind hier mit der Leiter hochgeklettert, um den Brief zu befestigen. Elementar. Wenn Sie die Initialen JL tragen, lautet die Antwort ja. Wenn nicht, hallo Mr. Holmes. JL, ist das irgendein, wie heißt das Trade mit Vornamen? Ich weiß ja nicht, wie das Trade mit Vornamen heißt. Das ein Hinweis Dieses auf? Gedicht von Lupin bezieht sich offensichtlich auf 4 Gemälde, die momentan im Museum hängen. Sollen wir mit unserer Suche beginnen? Ich würde gerne nochmal lesen, was ich hier überhaupt habe. Oh, 3 Seiten Laberei. Oh. Kann mir das einer vorlesen? Ich esse gerade eine Banane. Okay. Nom, nom. Unser gestriges Treffen war kurz, doch gewiss nicht unser letztes. Es freut mich, dass Sie an diesem Abenteuer teilnehmen und das ganze Spektakel aus nächster Nähe miterleben werden, auch wenn der Ausgang Sie betrüben wird. Bitte informieren Sie Inspektor Lestrade, dass ich natürlich, wie Sie wissen, doch nicht glaubt, durch den Eingang gekommen bin. Ich benutze stets den Haupteingang. Nur der Rückweg variiert. Das ist vielleicht auch ein Hinweis. Ich wette, der war in der Kiste. Doch genug zur Vergangenheit. Blicken wir in die Zukunft. Nach der heutigen Nacht werde ich ein weiteres Wahrzeichen des Stolzes von England in London stehlen. Es liegt an Ihnen, es zu identifizieren, bevor ich es mir schnappe. Dazu habe ich Ihnen im Museum einige Hinweise hinterlassen. Ein brillanter Verstand wie der Ihre dürfte Sie mit Leichtigkeit finden und deuten. Wahrscheinlich auf Bildern, irgendwie gemalt. Doch gelingt Ihnen das rechtzeitig? Ich habe einige Gemälde an Ihrem angestammten Platz belassen, die ich nicht durch Exemplare aus meiner Privatsammlung ersetzen wollte. Eine genaue Betrachtung der Bilder sowie die folgende Gedicht liefern Ihnen alle nötigen Informationen, um herauszufinden, wo ich den gestrigen Nachmittag und frühen Abend verbracht habe. In der Kiste. Hätte ich schon fast. Ein Rat, brechen Sie nicht dort ein. Sie würden ein Gemälde von großem Wert zerstören. Gedicht. Ging durchs Museum letzte Nacht, sah Venus und Mars in weißer Pracht. Der kleine Faune Lust geschah, feierte das erste Jahr. Der Reiter schläft bei Tag und Nacht, sein Schimmel hält getreulich Wacht. Also das wird in Bezug auf ein Pferd sein. Seit langer Zeit schon, das ist wahr, die zweite Zahl ist jenes Jahr. Ah, oh, verdammt. Wir müssen... Jetzt geht's um ein drittes und ein viertes Jahr, ne? Die Wangen der Eisläufer leuchten rot, ihr Schöpfer hingegen ist lange schon tot. Nun merke auf und denk daran, denn Hendriks Alter gehört zum Plan. Viertes Jahr, in dem es erworben, Knab und Engel ein bisschen... Ja, erstes minus zweites mit dem dritten multipliziert, abzüglich des vierten, dann habt ihr es kapiert. Okay, wir sollen das Schloss an der Kiste knacken. Und die Zahlen sind quasi in den Bildern oder von mir aus Entstehungsjahr oder was auch immer. So, Venus und Mars in weißer Pracht.
Okay. Das heißt, Mars und Venus ist jetzt halt die Frage, bezieht sich das auf... Ich muss mir auch noch mal einmal kurz den hier angucken. Abscheulich, dieses Gemälde. Ein runder, roter Rahmen mit etwas Grün in der Mitte. Ach so, und das mag nur die Inspiration für dieses Gemälde gewesen sein. Und es müssten Bilder sein, die nicht ausgetauscht wurden. Ein Gemälde von Rembrandt. Baudelaire schrieb über Selbstporträt im Alter von 33. Eine architektonische Fantasie, gemalt von Van der Heyden. Macht automatisch. Da ist, wonach ich gesucht habe. Ich wollte gerade sagen, ist irgendwas... Winterszene mit Eisläufern vor einer Burg von Averkamp, 1585 bis 1634, einem der größten Maler der niederländischen Schule des 17. Jahrhunderts. Er hatte sich auf Winterszenen spezialisiert. Ursprünglich war das Gemälde ein Quadrat. Hat er das... Moment, hat er das jetzt irgendwo notiert? Natürlich nicht. Also nochmal. Winterszene mit Eisläufern vor einer Burg von Averkamp, 1585 bis 1634, einem der größten Maler der niederländischen Schule des 17. Jahrhunderts. Er hatte sich auf Winterszenen spezialisiert. Ursprünglich war das Gemälde ein Quadrat. Moment, das war jetzt in Bezug auf welches? Hier. Hendriks Alter gehört zum Plan. Also rechnen wir jetzt... Oh Gott. 1634. Ich muss mal kurz mein Smartphone rausholen. Rechner. 1634 bis... minus... 1585 haben wir 49. Und das ist das dritte. Also 3. Ne, nicht 85. 49 ist der. Ja, man wurde damals noch nicht so alt. Also das dritte Rätsel ist 49. Was für eine Landschaft. Gemalt von Salomon van Ruysdael, geboren in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts, gestorben 1670. Da möchte man gleich ein Picknick machen. Ich hoffe... Sir Poynter, der Museumsdirektor, wird hier ausgestellt. Wie amüsant. Es müssen ja Bilder sein, die schon vorher hier hingen. Hans Holbein der Jüngere starb 1543 an der Pest in London. Seine Werk ein Cranach. Porträt einer Frau von Lukas Cranach dem Älteren, 1472 bis 1553. Er war Hofmaler am Sächsischen Hof. Da ist das nächste. Da ist, wonach ich gesucht habe. Tobias und der Erzengel Raphael, des deutschen Malers Adam Elsheimer. Der Erzengel sollte fragen, was er für einen Köder benutzt hat. Dieses Gemälde wurde 1894 von der National Gallery erworben. Diese Komposition hat er schon früher benutzt. Tobias und der Erzengel Raphael, des deutschen Malers Adam Elsheimer. Der Erzengel sollte fragen, was er für einen Köder benutzt hat. Dieses Gemälde wurde 1894 von der National Gallery erworben. Diese Komposition hat er schon früher benutzt. 1894. So, gucken wir mal kurz in unsere Dokumente. Viertes, das Jahr, in dem es erworben. Knab und Engel, kein bisschen verdorben. Erstes minus zweites. Viertes, das Jahr, in dem es erworben. Moment. Tobias und der Erzengel Raphael, des deutschen Malers Adam Elsheimer. Der Erzengel sollte fragen, was er...
Na. Tobias und der Erzengel Raphael des deutschen Malers Adam Elsheimer. Der Erzengel sollte fragen, was er für ein Köder benutzt hat. Dieses Gemälde wurde 1894 von der National Gallery erworben. Okay. Das, also ja, es bezieht sich auf das Erworbene. Also, 1894 ist es erworben worden. Okay, da müssen wir dann noch ein bisschen rechnen. Und das erste und zweite haben wir noch nicht, also können wir es noch nicht mit 49 multiplizieren. Okay. Wir können hier einfach nur durchgehen und er wird dann... Ah, genau. Da ist, wonach ich gesucht habe. Das ist Schimmel neben schlafendem Mann von Peter Werbeck, möglicherweise nach einem Druck von Paulus Potter aus dem Jahr 1652. Das ist Schimmel neben schlafendem Mann von Peter Werbeck, möglicherweise nach einem Druck von Paulus Potter aus dem Jahr 1652. Okay, 1652, ich schreibe einfach mal so ein paar Zahlen immer hier rein. So, gehen wir nochmal hin. Ging also in der letzten Nacht, sah Venus und Mars in neuer Pracht, der kleine Frau. Der Reiter schläft bei Tag und Nacht, sein Schimmel hält getreulich wach, seit langer Zeit schon, dass es war, das zweite Zahl ist, die zweite Zahl ist jenes Jahr. Okay, das heißt, 1652. Okay. Wir müssen jetzt noch Mars und Venus irgendwie was finden. Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie Mars und Venus hier halt dargestellt werden. Heilige Katharina von Alexandrien, gemalt von Carlo Crivelli. Da ist, wonach ich gesucht habe. Dieses Gemälde von Botticelli zeigt die Götter Venus und Mars. Dieses Gemälde wurde 1874 zum ersten Mal in der National Gallery gezeigt. Anscheinend habe ich die vier Zahlen aus Lupins Gedicht gefunden. Und was mache ich jetzt mit ihnen? Rechnen! Okay, also. Feierte das erste Jahr. Also, ich guck mal. Also, wahrscheinlich ist auch 1874. So. Also. Wir haben 1652. Die Wangen also leuchten rot, der Schöpfer hingegen ist schon lange tot. Nun merke auf und denk daran, denn Hendriks Alter gehört zum Plan. Also da nicht das Jahr, sondern das Alter. Okay, und jetzt viertes ist... 4. ist das Jahr, in dem es erworben. War es erworben. So, also. Erstes minus zweites. Das heißt, 1874 minus 1652 müssen wir rechnen. Und dann... das mal 49. Also das Ergebnis mal 49. Und dann minus... 1894. So. Das rechnen wir jetzt mal eben kurz. 1874, 1652. 1874. 1652. Ich rechne das gerade auf dem Taschenrechner. So, das ist 222.
mal 49 sind 10.878 minus 1894 minus 1894. Da haben wir eine Zahl von 8.984. Und ich wette mit euch, ich kann jetzt das Schloss anklicken. Das war übrigens... Ich gehe nochmal zurück. Hier steht... Ist natürlich die Hand so ein bisschen... Hier ist eine Kombination voreingestellt. Und hier ist auf 0. Das ist auch sehr interessant, aber egal. 8, 9, 8. Offen. Yeah, ich kann rechnen. Hätte ich es jetzt aufgebrochen, wäre wahrscheinlich irgendwas... Geil. Das ist das Gemälde meines Großonkels. Da ist ein Stück Papier. Das ist mein Großonkel? Das war, Napoleon. Sie dürfen nun Teile meiner gestrigen Verkleidung vor sich haben. Sicher wäre es Ihnen lieber, ich stecke noch darin. Nur zu, spüren Sie mich so verkleidet im Museum auf und entfernen Sie meine Tarnung. Doch Vorsicht, gehen Sie behutsam vor. Ich bin empfindlich und Sie können den nächsten Hinweis zerstören. Könnten. Okay, das heißt, wir müssen gleich das Bild, Eine halbleere Flasche Champagner, um sich die Zeit zu vertreiben, ohne Zweifel. Eine Perücke und ein Kissen, ohne Zweifel für den Bauch. Da sind auch Velmonts Mütze und seine Kleider. So muss es sich zugetragen haben. Lupin betrat das Museum als Velmont verkleidet. Nach unserem Treffen tat er so, als würde er gehen. In Wirklichkeit versteckte er sich jedoch in der Truhe, die Palinor während der Inventur geleert hatte. Mit einem Haken hat er den Deckel von innen geschlossen. Dann wartete er einfach auf den richtigen Zeitpunkt. Als er endlich allein war, hat er seinem Komplizen geholfen, durch das Oberlicht einzudringen, ohne von der Polizei gesehen zu werden. Ja. Ist natürlich dem geschuldet, dass die Spielmechanik hier nicht viel mehr andere Schlüsse zulässt, als dass diese Kiste von Anfang an einfach super verdächtig war. Gut, vielleicht kriegen wir ja jetzt die Laterne. Ansonsten gucken wir uns natürlich das Bild an von Lupin, Lupin. Und, Dürfte ich mir diese Lampe borgen? Leider nein. Boah. Der Raum ist nur Was wollen Sie von mir, Mr. Holmes? Vielen Dank, mein Herr. Nichts Neues? Gut, wir sind hier, falls Sie noch fragen. Wo war denn der Lupin jetzt ausgestellt? Selbstbildnis, 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 Selbstbildnis. Es war ein größerer Raum hier hinten, ne? Selbstbildnis von Horace Velmont. Ein bisschen narzisstisch, oder? Das Gemälde hat eine Basis aus Ölfarbe, ist aber mit einer dünnen Schicht von Wasserfarbe überzogen. Ich sollte den Direktor fragen, wie ich sie entfernen kann. Ja, wahrscheinlich muss ich damit dann jetzt in das, in diese Restaurations, in den Restaurationsraum. Was wollen Sie von mir, Mr. Holmes? Und dann Lösungsmittel draufkippen. Ich will Sie nicht stören, meine Herren, aber können Sie mir sagen, wie man eine dünne Schicht Wasserfarbe von einem Ölgemälde entfernt? Oh, kein Grund zur Sorge, es betrifft keines Ihrer Gemälde. Das ist einfach. Mit etwas Wasser weichen Sie die Farbe auf und verwenden einen harten Borstenpinsel, um die Schicht abzukratzen. Ein saugfähiger Schwamm nimmt dann alles auf. Danke. Ganz zufällig sind das die Objekte, die schon die ganze Zeit anklickbar sind. Fragen haben. Kommen Sie, Palinor. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Dürfte ich mir diese Lampe borgen? Leider nein. Verdammt! Der Raum. Okay. Lass mich gehen.
nehmen wir das mal mit hier. Ich muss nur die Objekte holen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Spiel ein bisschen zu viel hin und her Gerenne macht und weniger Wasser. Weniger Kombination und Rückschlüsse. Aber wir sind ja eigentlich noch relativ am Anfang, würde ich sagen. Ich finde es auch irgendwie ganz cool gemacht so bis jetzt. Das mit diesen Sachen in Bildern verstecken war bis jetzt eigentlich ganz genial. Sie und ich, Lupin. Oh Gott. Wasser? Ich brauche etwas. Wie? Ich brauche etwas. Ist da kein Wasser drin, oder? Ich brauche etwas. Ah, warte. Oh mon Dieu. Das hat sich wenig verändert, außer dass es nass ist, ne? Ich dachte, jetzt zeichne ich quasi den Bart weg oder so, oder irgendwie solche Sachen. Aber der sieht exakt gleich aus. Aber wir haben hier sogar so ein Quadrat quasi, was hier eingezeichnet ist. Was hier alles Wasser aufnehmen kann, aber... Ach nee, wir müssen es... Ah, klar, wir müssen es jetzt erstmal nur betupfeln. Und jetzt mit dem Schwamm. Jetzt kommt der Sherlock Holmes raus. Nee. Arsène Lupin. Die Frage ist jetzt halt, wie viel davon muss ich jetzt aufdecken? Ich hoffe nicht alles. Kann natürlich sein, dass hier irgendwo noch ein Hinweis versteckt ist. Wir werden erstmal das ganze Gesicht inklusive Hut einfach mal. Es ist, also vom... Es ist cool gemacht irgendwie. Es ist jetzt wirklich ein super extremes Rätsel. Es ist jetzt nicht von der Ausführung her, aber... Ich stelle mir ganz, wenn man jetzt zum Beispiel ein Krimi wäre oder irgendwie so eine Fernsehserie, wäre das doch irgendwie schon eine coole Auflösung dann schlussendlich. Ja, und das sah dem natürlich auch ähnlicher, wir haben ja in dieser einen Sequenz kurz gesehen, dass da ein schlanker Mann, das Bild abgenommen hat sozusagen und das macht natürlich mehr Sinn. Ich geh mal kurz hier zurück. Ich brauche etwas. Oh, verdammt. Muss echt komplett machen. Sich ausdenken. Er sitzt da als Meisterdetektiv und pinselt mit Wasser auf so einem Gemälde rum.
Aber wenigstens ist der Stock geblieben. Ah, hier. Das ist das Wichtige, was wir noch aufdecken müssen. C. Ich brauche etwas. Zusätzlich zu einem Gedicht steht ein hellrotes C auf der Visitenkarte. Dieser Buchstabe muss der Anfang eines Wortes oder eines Satzes sein. Jetzt müssen wir die anderen finden. Die Zukunft ist neblig und nichts ist zu sehen, doch um diesen Weg ein Stück weiter zu gehen, musst folgen du meinen Geboten ein Stück und suchen nach einem durchbohrenden Blick. Ja, das sind halt irgendwie, das, ich weiß gar nicht, ist das mehr eine Notiz? Ne, ein Dokument. Ja, natürlich. Nebelschwan. Ich weiß jetzt halt nicht, muss ich jetzt im Museum nach der Antwort suchen oder muss ich auf der Karte den nächsten Ort festmachen. Warum sollte ich dorthin gehen? Gut, ich gehe jetzt nochmal zum Direktor. Mal gucken, ob der jetzt mir endlich seine doofe Laterne gibt. Dürfte ich mir diese Lampe borgen? Leider nein. Der Raum ist nur schwach beleuchtet. Ja. So, okay, gehen wir hier nochmal. Die Zukunft ist neblig und nichts ist zu sehen, doch um diesen Weg ein Stück weiter zu gehen, musst du folgen, du meinen Geboten ein Stück und suchen nach einem durchbohrten... Hier muss etwas sein. Passen Sie auf. Ein Stück dieses Rahmens fällt bald ab. C.O. Die meisten haben der Wände 4, doch zählst du bis 8. In dem Zimmer hier im Westen versteckt sich der kleine Wicht. Sieh nach, dann bringst in das Dunkel du Licht. Na klar. Elementar. Gut versteckt in dunkler Ecke zeigt das Rot den Ort dir an. Jener nur bleibt auf der Strecke, der mit dem Kopf nicht denken kann. C-U-R. Kor. Also wird wahrscheinlich wieder irgendeine Ortsbeschreibung sein. Gut versteckt in dunkler Ecke zeigt das Rot den Ort dir an. Ja, aber vielleicht das dunkle Zimmer, aber... Gut.
gut versteckt in dunkler Ecke. Die Frage ist jetzt halt, es müssten nicht immer nur Gemälde sein. Es können auch irgendwelche Objekte hier in den Räumen sein und so weiter. Halbes Hidden Object Spiel. Immer noch zwei eher dunklere Ecken. Aber nichts Rotes eigentlich. Ich wette, hier führt auch nachher ein Rätsel hin. Ja, werde ich jetzt mal die dunklen Ecken absuchen. Geschlossen. Vielleicht hat das Rot auch mit der roten Markierung zu tun. Hier ist es zu dunkel, ich kann nicht sehen. Ich brauche eine Lampe. Macht sogar Sinn, dass das die rote Markierung ist. Oder irgendwas damit zu tun hat. Die Galerie mit den italienischen Werken. Auf den Boden wurde ein großes rotes Quadrat gemalt. Wahrscheinlich von Lupin. Aber mit welcher Absicht? Dunkle Ecke. Die Räume sind eigentlich relativ... relativ gut ausgeleuchtet, also eigentlich. Oder meine ich eine Ecke von einem Bild? Wie schrecklich. Gut versteckt in dunkler Ecke zeigt das Rot den Ort dir an. Jener nur bleibt auf der Strecke, der mit dem Kopf nicht denkt. Wieso? Moment. Wo ist der schlafende? Geschlossen. Wo war der schlafende? Hier ist noch was sehr rot. Monsieur de Norvins, Porträt von Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780 bis 1876. Die Galerie der spanischen Maler. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf dem Trip, der mit dem Kopf nicht denken kann, ob das damit der Museumsdirektor gemeint ist, so nach dem Motto, der ist dumm. Wo war denn der? Und hingen hier nicht vorher mehr Bilder? Sir Pointer, der Museumsdirektor, wird hier ausgestellt. Wie amüsant. In dunkler Ecke. Was ist... Also, es kann natürlich jetzt hier jede Ecke in irgendeinem Räumchen sein, sozusagen. Dass man das nur aus... Winterszene mit Eisläufern vor einer Burg von Averkamp, 1585 bis 1634. Einem der größten. Niederländische Galerie. Ich gehe jetzt einfach mal aus Interesse so durch die... dunkle Ecke.
Es kann natürlich sein, dass damit die Kammer gemeint ist. Aus irgendeiner dunklen Ecke, denke ich mal, erblicke ich was Rotes und das zeigt den Ort dir an. So. Und jetzt ist halt die Frage, hier gibt es ja so viele rote Dinge. Wie rot muss es sein? Wie dunkel muss es sein? Moment. Vielleicht meinte er damit die dunkle Kiste. Kann ich auch keine Bilder... Es wird auch nichts Offensichtliches sein, weil es wird sowas Ähnliches sein wie eine extra Ansicht von irgendeinem Objekt, wie bei dem Bilderrahmen oder halt bei der Kerze, was man dann erst anklicken kann, sobald das Rätsel verfügbar ist. Jakob und die Herde von Laban. Von Josep. Ich verstehe nicht, dunkle Ecke. Das kann eigentlich nur... Ich gehe jetzt mal in diesen Raum. Oder meint er damit die Engländergalerie? Hier ist es zu dunkel, ich kann nichts sehen. Ich brauche eine Lampe. Na, hier haben wir auf jeden Fall was Rotes, ne? Einen roten Eimer. Ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher, ob der in der Nacht schon da war. Nicht, dass die damit das rote Zeug gemalt haben auf dem Boden. Komm, jetzt gib mir deinen Scheiß. Vielleicht muss ich das jetzt erst triggern. Dürfte ich mir diese Lampe borgen? Ja, Wir sind fast fertig. Nicht wahr, Palinor? Okay, ja, das war der Hinweis. Wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich Licht. Oha, es ist rot. Dieser Eimer enthält etwas sehr Schweres. Ich kann ihn nicht bewegen. Ein Eimer mit einer roten Umrandung. Nicht schlecht. Da ist etwas drin. Das ist irgendwie wie so ein Hinweis, wo man denkt, so, warum haben die Cops das nicht schon direkt gefunden beim Durchsuchen der ganzen Scheiße? Unter vier Lilien, ach wie schön, kann man den Direktor schlafen sehen. Okay. Neig ihn um eine Viertelstunde, schon geht die Jagd in die nächste Runde. Was war das für ein Buchstabe? C-O-R-O. Coro. Oh, wo schläft der jetzt nochmal? Sir Pointer, der Museumsdirektor, wird hier ausgestellt. Wie amüsant. Coron.
Dein Großonkel Horace und auch sein Ahn machten den Namen Vernet viel Ehr. Nun suche ein Rennen auf einem Kahn und rate, welch Bild wohl das richtige wäre. Ich finde, es sind zwar irgendwie coole Rätselaufgaben, so ein bisschen, ne? Also es hat schon irgendwie, macht schon Spaß, aber es ist ein bisschen... wirkt ein bisschen zeitstretchend. Und natürlich will der... der Arsene da irgendwie, wie soll ich sagen, diese Mitteilung machen, was auch immer da für ein Wort dann rauskommt. Vernet, oh Gott. Ein Rennen auf einem Kahn, also ein Bild von einem Boot. Wahrscheinlich. Das ist ein Pferd. Da ist, wonach ich gesucht habe. Ein Gemälde von Joseph Vernet, meinem Urgroßonkel. Ein Gemälde von Joseph Vernet, meinem Urgroßonkel. Diese beiden Gemälde scheinen identisch zu sein. Diese beiden Gemälde scheinen identisch zu sein. Ja, die sehen aber schon irgendwie anders aus. Das eine Bild hat hier schon mal... wenn man diese Backsteinecke sieht da, mit den großen Steinen. Auf dem linken Bild ist nicht so viel davon zu sehen, aber das ist irgendwie schärfer. Oh, und wir haben... Hier steht eine Figur, die... Diese beiden Gemälde scheinen... Hä? Hier vorne... Hier steht eine Figur auf dem linken Bild, die nicht auf dem rechten Bild steht. Haha, Lupin scheint hier ein Exempel zu statuieren. Ich brauche eine Lampe. Ja, hier steht er am Bug. Die Figur habe ich nämlich gesehen und hier ist sie nicht. Und in der Detailaufnahme ist sie oben. Aber wieso brauche ich eine Lampe? Komm, scrollen. Habe ich die nicht mehr? Ach, die habe ich da abgestellt. Oh, das ist so... Das ist jetzt allerdings ein bisschen traurig, finde ich, dass man hinter jedes einzelne Item dann wieder hinterher rennt. Und es irgendwie sehr linear aktuell vorkommt. Das finde ich ein bisschen schade. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt hin? Oh Gott, wo waren das? Oh Gott! Oh Gott, wo waren das? Ich glaube hier links jetzt. Ey, bin ich denn blind und habe die beiden Bilder nicht vorher erkannt, dass das zweimal die gleichen sind?
Finde ich aber cool gemacht, dass hier wirklich eine Figur steht, die dann irgendein Bild auch noch verbrennt. Ich brauche etwas. Irritierenderweise an der falschen Stelle. Jo. I. Ich werde das alles wieder abschreiben, damit ich es besser studieren kann. 9 Bilder, sie haben so vieles gemein. Nun gilt es, die Farben schön aufzureihen. Verbinde fein sauber gelb, rot, grün und blau. Der letzte Buchstabe zeigt sich dir schau. Ich finde, wir haben übrigens einen guten Punkt erreicht, wenn wir das durchhaben, dass ich dann auch den Stream beende. Weil ich auch noch was essen wollte. Aber diese Rätselkette machen wir nochmal zu Ende. Also 9 Bilder, sie haben so vieles gemein. Nun gilt es, Farben schon aufzureihen. Verbinde fein sauber gelb, rot, grün und blau. Was haben wir denn hier? C-O-R-O-N Coroni. Ja, kann sein, dass man es auch noch bin ich doof? Waren die schon vorher so? Wie schrecklich. Wie schrecklich. Das muss eines der 9 Gemälde sein. Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Haben wir das nötig? Wie schrecklich. Ja, das war auch schon vorher so ein bisschen komisch. Hier hingen wirklich Bilder. Wie schrecklich. Ich muss mal gleich gucken. Wie schrecklich. Mr. und Mrs. N. Wie schrecklich. Wo waren... Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Haben wir das nötig? Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Haben wir das nötig? Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Haben wir das nötig? Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Haben wir das nötig? Das wären halt wirklich diese... Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Sein. Haben wir das nötig? Aber auch ganz interessant, dass... Hier hängen Bilder, dass die Kleinkinder malen können. Irgendwie hier haben seinen wir das Sinn nötig? Hat, was der hier aufgehängt hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 fehlen noch. Acht. Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Haben wir das nötig? Schon einmal rumgekommen. Ah, da. Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Haben wir das nötig? Ich glaube, ich habe jetzt alle 9 Gemälde. So. Jetzt ist die Frage.
bleiben. Also ich gehe jetzt mal kurz hin. Ich mache jetzt einen Linksklick, damit ich spreche. Und ich gucke jetzt gleichzeitig mal in den Chat und ihr schreibt mal, wann jetzt die Sequenz startet, nachdem ich links geklickt habe. Damit ich mal ungefähr checken kann, wie viel Versatz ich habe zu euch. Und klick. Mr. Holmes, der Tag neigt sich langsam seinem Ende zu. Kann ich das Museum jetzt wieder übernehmen? Direktor, sagt Ihnen dieser Begriff etwas? Coronis, ja. Zu unserer Sammlung gehört ein Gemälde mit dem Titel Apollo tötet Coronis. Es handelt sich um ein sehr altes Gemälde. Ich zeige es Ihnen. Palinor? Palinor? Hier ist es. Ah, die App ist auch nochmal. Okay, ja. Ein sehr einfaches Gemälde, das scheinbar nichts Besonderes aussagt. Können Sie mir etwas zum Hintergrund dieses Werkes sagen? Von Dominique Quino und seinen Mitarbeitern gemalt. Es ist nur eine vorübergehende Leihgabe und zeigt den Gott Apollo, der seine geliebte Coronis mit einem Pfeil tötet, weil sie ihm untreu war. Das ist alles? Ja, ich denke schon. Holmes, wie weit sind wir? Es ist bereits dunkel. Und ich kann nicht mehr. Der hat den ganzen Tag im Museum verbracht. Diese Kerle haben sich scheinbar in Luft aufgelöst. Was haben Sie da für eine Notiz? Ach ja, einer der Polizisten hat mich gebeten, Ihnen das zu überreichen. Wahrscheinlich eine Nachricht von Lestrade. Lestrade. Wir wurden ungefähr einer Stunde getrennt. Vom Schicksal Coronis will ein Bild uns erzählen. Er war heimlich dort, doch sie wusste es nicht. Stets bei ihr, ein kohlschwarzer Schatten im Licht, nicht sichtbar, doch heute sollen sechs weitere fehlen. Aber das Schicksal von Coronis war ja okay, die hat einen Pfeil abbekommen von Apollo. Er war heimlich dort und sie wusste es nicht, also hat Apollo sie anscheinend beobachtet. Bei ihr war halt immer ein kohlschwarzer Schatten. Wahrscheinlich Apollo, der sie beobachtet hat. Keine Ahnung. Donnerwetter! Lestrade ist unter die Poeten gegangen. Das ist nicht von Lestrade, Watson. Lupin schickt uns diese Nachricht. Mr. Pointer, was könnte er mit ein schwarzer Schatten und nicht im Bild enthalten meinen? Die Legende spricht von Apollos Vogel, einem Raben, der Coronis Untreue aufdeckte. Der Rabe spielt also eine wichtige Rolle. Aber der ist nicht im Bild. Dennoch ist er nicht im Bild enthalten. Als letztes lässt uns Lupin wissen, dass heute Nacht noch sechs weitere fehlen werden. Haben Sie den Londoner Stadtplan dabei, Watson? Bitte geben Sie ihn mir. Erstmal speichern. Ich starte mal ganz kurz das Spiel neu, weil es fängt gerade wirklich an, wieder extrem zu ruckeln. Das baut sich wie beim letzten Spiel komplett auf irgendwie im Laufe der Zeit. Das haken wir dann nochmal ab und dann bin ich auch durch. Na? Wieder flüssig. Haben Sie die London-Karte gefunden, Watson? Habe ich die mit? Nee. Soll ich die jetzt suchen? Nein, dort habe ich nichts verloren. Nein, ich habe keine Frage an ihn. Nein, ich habe keine Frage an ihn. Ah. Einfach nur so machen. Und jetzt? Nein, dort habe ich nichts verloren.
Nein. Soll ich... Nein, doch. Ich hab's jetzt nicht so ganz verstanden, was ich machen soll. Soll ich auf einer Karte zeigen, wo es als nächstes hingehen soll? Haben Sie die London-Karte gefunden, Watson? Ja, ich guck sie gerade an. Genau, Watson. Die Tower-Raben. Wenn die Raben den Tower of London verlassen, geht das britische Weltreich unter. Lupin will sie stehlen. Watson, schnell! Rufen Sie eine Droschke. Ich lasse Anweisungen für den Direktor zurück. Immer so eine Droschke. Ja, es war klar, dass das die Kronjuwelen sind. Das war ja irgendwie auch zu, mehr sie oder weniger zu sehen an dem Bild. Kein Wort gesprochen, Holmes. Verraten Sie mir, was Sie dem Direktor gesagt haben. Er soll der Öffentlichkeit gegenüber Stillschweigen bewahren und nur verlauten lassen, dass einige Gemälde von seltenem Schimmel befallen seien und das Museum daher gezwungen war, für einige Zeit zu schließen. Diese Quarantäne-Geschichte hält uns die Presse vom Leib, denn die Situation ist auch ohne sie unangenehm genug. Aber wenn Lupin seinen verwerflichen Plan in die Tat umsetzt, wird es Gerede geben und wir können nichts dagegen tun. Messerscharf erkannt, Watson. Wir haben nur ein bisschen Zeit gewonnen. Von jetzt an müssen wir das Spiel beherrschen. Die erste Runde ging an Lupin, denn er hat mich überrumpelt. Wenn er aber Sieger bleibt, steht mein Name für alle Ewigkeit mit diesem Raub in Verbindung und ist gleichbedeutend mit Versagen. Aber das lassen Sie nicht zu, nicht wahr, Holmes? Nein, Watson, darauf können Sie wetten. Wer ist da? Ein Standbild. Ah. Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist mein Freund Dr. Watson. Wir möchten zu dieser vorgerückten Stunde den Oberwärter sprechen. Ein kürzlich erfolgter Vorfall lässt uns vermuten, dass Gebäude und Waren, für die er verantwortlich ist, nicht länger sicher sind. Bleiben Sie hier und warten Sie einen Moment. Und beschmieren Sie auf keinen Fall die Wände. Das R könnte natürlich für Royal oder so stehen. So, Karte. Ich kann nicht ins Inventar. Ich muss auf den Museumswärter warten. Ich bin der Detektiv, nicht der Räuber. Was sollen wir jetzt hier finden? Ist auch egal. Ich denke mal, das ist ein guter Ansatz. Guten Abend, meine Herren. Ich bin Oberwärter Smith. Verzeihen Sie, sagten Sie dem Wärter, Sie seien Sherlock Holmes? Der bin ich in der Tat. Und das ist Dr. Watson. Unglaublich, Mr. Holmes. Was für ein Zufall. Mein Besuch ist alles andere als zufällig. Ich bin hier, weil etwas, das Sie verwahren sollten, verschwunden ist. Ich hatte gehofft, es noch rechtzeitig zu schaffen, aber ich fürchte, wir kommen zu spät. Sind die sechs? Watson, ich bin sicher, der Oberwärter wird all Ihre Fragen beantworten, während wir uns zusammen zum Tatort begeben. Natürlich, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Der sah exakt so aus wie der andere Wärter, nur, glaube ich, ohne Bart. Vielen Dank für Ihre Diskretion, Mr. Holmes. Wenn jemand davon Wind bekäme, hätte das schlimme Konsequenzen. Sagen Sie, wer hat Sie gewarnt? Ich dachte, außer dem Rabenmeister wüsste niemand Bescheid. Nach dem, was Sie mir sagten, hätten Sie sich denken können, dass zumindest eine weitere Person über alles informiert war. Die gleiche Person, die mich gewarnt hat. Die Person, die Raben gestohlen hat. Bitte? Das wäre eine zu lange Geschichte und die Zeit läuft uns davon. Die Fakten stellen sich wie folgt dar. Der Mann, der die Raben gestohlen hat, wollte sie nicht einfach nur in Verlegenheit bringen. Sie werden ihre Raben höchstwahrscheinlich nicht zurückbekommen, weder heute noch morgen. Wir müssen entsprechend handeln und behaupten einfach, dass die Vögel aus gesundheitlichen Gründen in Quarantäne genommen wurden. Sie und der Rabenmeister dürfen kein Wort über die Sache verlieren. Gehen Sie Ihrer Arbeit nach, als wäre nichts geschehen. Und jetzt erzählen Sie, was passiert ist. Ich wollte eigentlich aufhören.
Ganz einfach. Vor leider nicht abbrechen. Eine Stunde bei Einbruch der Nacht kam der Rabenmeister ganz aufgebracht zu mir und erzählte, die Raben seien verschwunden. Er hatte den letzten Raben über Nacht in den Käfig setzen wollen. Da flog die schwarze Silhouette, der er nachgejagt war, auf und davon. Normalerweise sind die Flügel der Raben gestutzt und dieser Vogel sang eine Melodie. Dann flog er geradewegs auf eines der Gebäude zu. Der Rabenmeister machte dann einen Rundgang durch die Festung und musste feststellen, dass die Raben verschwunden und ersetzt worden waren. Nicht zu fassen. Wo hält sich der Rabenmeister jetzt auf? Er ist zurzeit bettlägerig. Das macht mir Sorgen. Er ist nicht mehr der Jüngste. Mr. Holmes, wir können das nicht ewig geheim halten. Die Raben müssen so schnell wie möglich zurückgeholt werden. In der Tat. Der Dieb hat mit Sicherheit Spuren hinterlassen. Möglicherweise sogar absichtlich. Ich möchte nicht eitel klingen, aber ich bin vermutlich der Einzige, der sie zu interpretieren weiß. Na klar. Wo halten sich die Raben tagsüber für gewöhnlich auf? Auf dem Feld. Gegenüber vom Eingang zum Weißen Turm. Ich komme gerade von dort und habe diesen schwarzen Umschlag entdeckt. Er lag auf dem Boden. Er ist noch verschlossen. Ich wollte... Geben Sie her. Sechs sind entfleucht und sind nun zurück. Sieh sie dir an und schau genau hin. Was wird Lupins nächstes Meisterstück vereint? Die Sechs ein Gedicht nun sind. All. Okay, könnten tschüss. Sie uns eine Laterne leihen? Hier, Sie können meine haben. Ich kann Ihnen auch einen Plan vom Gebäude geben. Es wäre sicher eine große Hilfe. In der Tat. Ich bin schon jetzt ganz orientierungslos. Ich werde das Personal über Ihre Anwesenheit informieren und dass Sie mit meiner Genehmigung handeln. Sie werden Ihnen jede Unterstützung zukommen lassen. Ich werde mich Ihnen später anschließen. Jetzt muss ich mich um die Schlüsselzeremonie kümmern. Watson, das Spiel beginnt aufs Neue. Was sollen wir tun, Holmes? Sechs Vögel jagen, Watson. Jagen? Es muss ja ein oder zwei Gewehre geben, Holmes. Können wir nicht einmal Arbeit und Vergnügen miteinander verbinden? Geht ein Schuss daneben, sind die Tiere auf und davon. Genau wie Englands Ehre. Sie werden sich doch beherrschen können, Watson. Nun ja. Ganz Ihrer Meinung, Watson. Lassen Sie uns nun Ihren Rufen folgen und herausfinden, woher Sie kommen. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich jeden der Diebstähle von Lupin nicht verhindern, zumindest nicht bis zum letzten, weil sonst wäre ja das Spiel um, bevor eigentlich das umgesetzt worden ist, was der Meisterdieb hier eigentlich vorhat. Also dass wir werden dem eher mehr hinterherjagen und seine teilweise mit Absicht hinterlegten Spuren interpretieren, um dann zum nächsten Fall zu kommen, um dann halt nach und nach einfach nur seine Diebstähle zu protokollieren und dann beim letzten Mal wird es dann wahrscheinlich so laufen, dass wir das dann irgendwie zu vereiteln wissen oder nicht mal das, sondern erst wenn alles geklaut ist, dann wissen, wo er ist oder wie auch immer. Also das, ich glaube, wir können da nicht viel verhindern. Können wir noch mal ganz kurz die Karte angucken. So sieht das aus. Wir sind jetzt wahrscheinlich Tower. Sind wir hier? Oder hier? Wir sind hier. Ist da komplett noch so eine Außen? Oh, das wäre ein Laufwege. Egal. Ganz cool. Ich denke mal, ich werde dann morgen weitermachen. Morgen Mittag irgendwann. Und es scheint mir, dass so nach einer halben, dreiviertel Stunde das Spiel neu zu starten einfacher ist, damit es nicht so ruckelt, als wenn man es durchgehend spielt, weil, wie wir bemerkt haben, am Anfang heute war das alles noch ganz cool. Und im Laufe des Spiels wird es dann immer schlimmer mit dem mit diesen Mini-Rucklern. Es muss schnell geschehen, Holmes. Ja, finde ich auch. Bis dann.